Du hast vor, eine Wallbox zum Laden deines Elektroautos zu kaufen? Super, denn damit trägst du zur Mobilitäts- und Energiewende bei. Aber wusstest du, dass du seit Anfang des Jahres in Deutschland auch noch von günstigeren Netzentgelten profitierst? Nein? Dann wird es höchste Zeit. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und durch die Gesetzesänderung des Paragraphen 14a des Energiewirtschaftsgesetzes, die am 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist, sind Netzbetreiber nun dazu ermächtigt, bei einer möglichen Überlast des Stromnetzes die Leistung aller steuerbaren Geräte, also Wärmepumpen, Klimaanlagen oder eben auch Wallboxen, die mehr als 4,2 Kilowatt beziehen und nach dem 1. Januar 2024 in Betrieb genommen wurden, temporär herunterzuregeln. Wallboxen dürfen dabei auf eine Leistung von mindestens 4,2 Kilowatt reduziert werden. Wärmepumpen oder Klimaanlagen dürfen nicht mehr als 40% ihrer maximalen Leistung verbrauchen. Du denkst vielleicht, was bedeutet das jetzt für mich als Wallbox-Besitzer? So kann ich doch nicht sicherstellen, dass mein Auto bis zur Abfahrt voll geladen wird. Keine Angst, dein Ladevorgang wird dadurch in der Regel nicht merkbar beeinträchtigt. Es geht hier rein um eine temporäre Vorsichtsmaßnahme, falls es zu einer lokalen Überlastung des Stromnetzes kommt, um dessen Stabilität zu gewährleisten. Sofern der Netzbetreiber vorausschauend den Netzausbau vorantreibt, sollte dies selten oder gar nicht passieren. Sollte es bei dir dennoch häufiger zu einer Steuerung der Wallbox kommen, muss der Netzbetreiber Maßnahmen setzen. Und wie gesagt, die Steuerung erfolgt temporär, wodurch du aufgrund der Ladezeit von mehreren Stunden trotzdem mit einem vollen Akku rechnen kannst. Aber was hast du jetzt davon? Ich meinte ja zu Beginn, dass du davon auch profitierst. Naja, zunächst kann der Netzbetreiber die Installation einer Wallbox mit 22 kW im Grunde nicht mehr ablehnen, da diese ja durch ihn gesteuert werden kann. Doch noch besser ist, dass es sich für dich auf eine längere Zeit auch finanziell bezahlt macht. Dafür, dass der Netzbetreiber die Ladeleistung deiner Wallbox herunterregeln kann, erhältst du als Ausgleich eine Reduktion deines Netzentgelts, welche du auf der Stromrechnung spüren wirst. Es gibt aktuell zwei Modelle. Erstens die pauschale Netzentgeltentlastung. Diese ist das Standardmodell und gilt automatisch für alle Wallboxen, die vom Installateur beim Netzbetreiber angemeldet und ab dem 1. Januar 2024 in Betrieb genommen wurden. Du erhältst je nach Region pro Jahr rund 110 bis 190 Euro gutgeschrieben. Du musst nichts tun, außer deine jährliche Stromabrechnung abzuwarten. Der Rabatt ist dann dort für dich ersichtlich. Zweitens die prozentuale Netzentgeltentlastung. Diese Art der Entlastung ist möglich, wenn du einen separaten Stromzähler für die Wallbox hast. Du erhältst einen eigenständigen Stromtarif, bei dem bereits die reduzierten Netzentgelte berücksichtigt sind. Die Reduktion des Netzentgeltes beträgt ca. 60%. Wie bereits erwähnt, gilt automatisch das erste Modell, also die pauschale Reduzierung des Netzentgeltes. Willst du zur prozentualen Netzentgeltentlastung wechseln, weil du zum Beispiel einen separaten Zähler hast, musst du das beim Energielieferanten in Auftrag geben. Welches Modell ist nun aber das Richtige für dich? Ich empfehle dir Modell 1, wenn dein Stromverbrauch generell gering ist oder dein Elektroauto erst in ein paar Monaten geliefert wird, du die Wallbox aber schon installieren möchtest. Wenn du aber richtig viel fährst und auch zu Hause sehr viele Kilowattstunden in deine Batterie lädst, dann solltest du Modell 2, also die prozentuale Netzentgeltentlastung, wählen. Nur dann lohnt sich auf Dauer auch die Investition in den zusätzlichen Stromzähler. Und hast du eine Wallbox, die bereits vor Januar 2024 in Betrieb genommen und angemeldet wurde, dann genießt du Bestandsschutz und brauchst dich um nichts weiter zu kümmern. Wenn du aber von den finanziellen Vorteilen der Steuerbarkeit profitieren möchtest, kannst du nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber eine Anpassung vornehmen. Berücksichtige hier aber auch die Zusatzkosten für den Rundsteuerempfänger bzw. die Steuerbox des Netzbetreibers, ohne die die Steuerung nicht funktioniert. Beachte, dass sich nicht jede in Europa erhältliche Ladestation netzdienlich über den vorgeschriebenen Rundsteuerempfänger bzw. die Steuerbox steuern lässt und somit auch nicht mehr in Deutschland installiert werden darf. Wie sich die Steuerung mit GoE-Charger umsetzen lässt, erfährst du übrigens auf unserer Website. Dort haben wir im Bereich Anleitungen ein Dokument zur § 14a ENWG-Konformität hinterlegt. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Hast du noch weitere Fragen, dann nutze einfach die Kommentarfunktion unterhalb des Videos oder besuche uns unter goe.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.